Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Pion Tragisch mit mir, Disrespectful aka Benjamin. Wir sind wieder in der WPL unterwegs, nachdem wir letztens eine bittere Niederlage einfahren mussten gegen ein sehr schwieriges Grambu-Set. Spielen wir jetzt gegen den lieben Timur, den wir auch in einer anderen Liga, die jetzt bald anfängt, Spoiler, wiedersehen werden. Gute Treffen wünschen wir ihm auch und ja. Bevor ich jetzt reinspringe wieder in den Kampf, wie immer einmal die Sets. Wir haben ein First Death Swallowed mit Pain Split und Stockpile, Rocky Helmet, aber Sticko, damit er nicht weggenockt werden kann. Wir haben einen AV Pickpocket Tinkerton. Wir haben ein Leftovers 3 Attacken Recover Gastrodon. Wir haben ein Power Herb Bramble Gast mit Spikes und Spin. Hintergrund dafür ist, dass Phantom Force, also physische Geistattacken, sahen sehr geil aus. Leider wird Bramble Gast absolut gekackt, dadurch, dass es kein Poltergeist kann. Aber Phantom Force mit Power Herb vielleicht als Überraschungsding gar nicht so schlecht. Dann haben wir Choice Scarf Heatmo dabei, weil ich einfach ein bisschen Speed Control haben wollte für dieses Elfum, was auch da ist im Gegnerteam. Und wir haben Raichu Alola, was einfach ebenfalls für den Speed da ist, aber gleichzeitig auch als Revenger für dieses Razaf. Genau. Okay, dann schauen wir mal, was wir reinschicken können. Also, Ingerton hat eigentlich ein ganz gutes Matchup gegen die meisten Sachen. Ja, Ingerton. Hello kommt. Nervig. Okay, Tinkerton versus Hello Set. Earth Power macht schon über 40%. Könnte höchstens das Item wegkriegen. Er wird es halt wahrscheinlich self-rocken oder angreifen. Wie viel macht Bramble Gast? Noch nicht genug. Das heißt, wir gehen hier definitiv auf den Knock. 34%, er war Rocky Helmet, der ist jetzt weg damit. Okay. Pinkerton Palisand, Knock-up 34%. Der wird... Ja, er muss auf jeden Fall für Steph Invested sein. Der Ice Hammer wäre jetzt nicht so schlecht. Aber der kann auch einfach Shore abdrücken. Das heißt, ich würde jetzt einmal in Bramble Gast gehen. So, Power kommt. Ja, die tanken wir ganz gut. So. Könnte jetzt einfach Power Whippen, könnte auch Rapid Spin drücken. Ich glaube, ich drücke jetzt einmal Power Whip. Ja, schade war's. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder in Tinkerton. Knockoff kommt. Es wird besser weggenockt. Ich habe die Leftovers von dem bekommen. Dann drücken wir jetzt einmal Gigaton Hammer. Okay. Elfhund ist tot. Das ist schon mal sehr gut. So kann man sich ein zweites Leftovers mit Item Claws verschaffen. Also Pickpocket ist eigentlich eine echt witzige Fähigkeit. In so einer Trash-Liga mit Item Claws ist die gar nicht so schlecht. Interessant. Wir sind der Switch-In für dieses Viech. Ich würde einfach knocken. Ja, 80%. Railblaze kommt. Okay, interessant. Pinkerton hat gerade gegen Groink, wie heißt das auf Englisch? Grumpig. Mit Knock-Off 80% gemacht. Wenn der Aguaf Battle war. Okay, der ist auf jeden Fall nicht defensiv investiert. Wird er jetzt einfach Pinkerton hämmern? Ja. Damit ist auch Groink weg.
Das ist immer gut. Aggron kommt. Auch den würde ich gerne einmal knocken. Ja, ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Den Götten jetzt hier einfach abzuwerfen. Aggrons Item wegzukriegen ist sehr wichtig. So. Er ist Boots. Okay. So, das heißt, theoretisch ist jetzt Typ Flying. Könnte jetzt einfach in Raichu gehen und Surfer drücken. Aber ich. Raichu, Aggron. Okay, gegen ein Palossand, Kolossand, Palossand. Macht das auch genug auf der Range? Höchstwahrscheinlich. Das heißt, ich gehe jetzt auf Thunderbolt. Okay. Ah, das ist jetzt die Frage. Gehe ich das Risiko ein? Wie viel haben wir denn vorhin gemacht? 34% mit Knock-Off Tinkerton. 34%. Knock-Off, 34%. Der muss Fistiff sein. Was ist das minimale Investment, was er haben kann, damit er 34% kriegt? Oh je. Wie könnte er. Nee. Okay. So, das heißt, dass wir 180 Raichu. Ach, das ist mies. Nee, das ist mir noch zu wichtig. Ich gehe das nicht ein. Genau. Okay, und dann würde ich jetzt eigentlich immer. Also da kommt jetzt halt Golduck rein, oder? Kommt's nicht. Gold, it is. Hat Giga Drain. Okay. Macht leider nur 46 Gold. Dementsprechend gehe ich jetzt wieder in Bramble Gas. Ja, ist okay. Und ich. Okay, er könnte jetzt halt. Will er noch Shadow Ball haben? Weil er wird auch Shore Up noch haben, oder nicht? So ist Power Whip, der stärkste Angriff. X hat er noch. Okay, interessant. Ja, aber wir sind schneller gewesen mit dem hier. Oder wir gehen wieder in den und drücken jetzt einfach Surfer. Und dann kommt Scarf Primal rein, ja. Sehe ich. Können auch einfach Psychic drücken. Raichu Alola versus Palossand. Psychic macht immer genug. Gut. Golduck kommt rein. Wenn Golduck Scarf ist. Hydro-Pumpe tötet uns. Kann ich das dann noch gewinnen mit meinen restlichen Mons? Eigentlich kann ich das nicht riskieren. Aber aktuell ist es so, dass ich ja auch gar keine Switch-ins in denen hätte. Wir können ja mal gucken. Signal Beam. Signal Beam macht 19% auf Gastrodon. Signal Beam 19%. Ist auf jeden Fall kein damage-boostendes Item.
Es ist interessant. Wir versuchen jetzt einfach zu recovern. Wenn er jetzt wieder mit Signal B angreift, bin ich mir ziemlich sicher, dass der gechoiced ist. Und dann kann ich das auch gut umspielen. Ja, wieder mit Signal Beam an. Okay. Wie viel macht ein Golduck mit Signal Beam einem Raichu Alola? 60-70%. Wenn ich jetzt noch 75% habe nach Rocks. Schade, tötet immer. Dann gehen wir einfach ins Swallowed, oder? Gebiet macht 10% und dann machen wir Stockpile. Okay. Wie viel macht Aggron ohne Damage boostendes Item mit Earthquake? Auf plus 1 Defense. 30. Und das ist aber Flying. Sludge Bomb 40%. Okay. Wir sind schneller. Das ist sehr interessant. Dann hoffen wir einfach nochmal dieselbe Roll zu kriegen. Kriegen wir aber nicht. Das ist doof. Gerade war's. Das ist jetzt nicht so. Weil wenn der jetzt Scarf ist, hat er gewonnen. Es wäre jetzt wichtig gewesen, dass wir. Ah, nee. Hätte ich anders lösen müssen. Oder war noch die Wincon für. Aber er war schon Scarf. Kann ja nicht beides Scarf sein. Okay, jetzt muss ich gut überlegen, wie ich das mache. Weil. Wie viel macht ein Beatmore ne Golduck? Nur 50%. Das ist also doof. Ah, das habe ich glaube ich immer verloren. Weil, selbst wenn ich ihn jetzt töte, ja, tötet nicht mal safe. Dann danach nimmt er mich einmal raus mit der Wasserattacke. Und weil die Rocks liegen, stirbt auch sowieso immer. Das ist. Hab ich schon wieder verloren. Verdammt. Okay. Swallow wäre noch so wichtig gewesen. Ja, also eigentlich kann ich nicht mehr viel machen als. Hier hinzugehen und zu knocken.
Beides Garf. Na dann. Da dann. Signal Beam. Oder was ist dieses Golduck dann? GG. Okay, also ich weiß nicht genau, was dieses Golduck jetzt für ein Set war, aber GG und bis zum nächsten Kampf. Haut rein!